Außerdem wird der Zeitumfang für mittelbare pädagogische Arbeit im Kindergartenbereich von 2 auf 5 Wochenstunden angehoben. Das KÜFIG greift ferner aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis auf, indem Ziele, Inhalte und Instrumente der individuellen Förderung benannt und eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Schule und Einrichtungen der Familienbildung aufgenommen, sowie ein Mindestbeschäftigungsumfang von Erzieherinnen und Erziehern definiert wird. Die beiden wichtigen sozialpolitischen Maßnahmen der Koalition, das kostenlose Mittagessen für sozial Schwache nach dem SGB II und die Entlastung der Eltern vor Eintritt in die Grundschule, wird jetzt gesetzlich geregelt. Und da bin ich der Sozialministerin ausdrücklich dankbar, dass wir das hier verankern konnten. Die Unterstützung des Landes für die Kindertagesbetreuung in Mecklenburg-Vorpommern ist unter der Großen Koalition kontinuierlich gestiegen. Waren es in den letzten Jahren unter Rot-Rot im Doppelhaushalt lediglich 80,8 Millionen Euro als Zuschuss des Landes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege vorgesehen, so sind es in diesem Jahr allein 92,5 Millionen und im Jahre 2011 schon 94,4 Millionen Euro. Hinzu kommen jeweils 14,5 Millionen für die Betreuung und für die Absenkung der Elternbeiträge vor Eintritt in die Schule und das kostenlose Mittagessen. Allein, meine Damen und Herren, und diese Zahl ist, glaube ich, wichtig. Seit SPD und CDU in der Großen Koalition die Dinge für Familien, für Kinder in dem KÜFIG regeln, sind insgesamt die Leistungen um 32,4% gestiegen und nicht immer, wie behauptet, die Mittel gekürzt worden. 32,4% mehr an Mitteln sind in den Einrichtungen vorhanden, eingestellt im Haushalt und sie werden auch ausgereicht. Meine Damen und Herren, ich bitte das auch mal draußen zur Kenntnis zu nehmen und nicht immer andere Dinge zu behaupten. Meine Damen und Herren, wir stehen sozusagen vor einer entscheidenden Abstimmung, vor einem sehr wichtigen Gesetz, das für Kinder, Familien, für Eltern gemacht ist. Es zeigt, dass wir insgesamt auch die Frage beleuchten müssen, wie gehen wir mit den relativ schlechten Ergebnissen bei Forschungsuntersuchungen um. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass etwa jedes 10. Kind eine Empfehlung für sonderpädagogische Förderbedarfe erhält. In der Bundesrepublik Deutschland liegt diese Zahl lediglich bei 4,9%. Auch die Anzahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss bewegt uns, denn 10 bis 12% aller Kinder verlassen die Schule ohne einen Abschluss und das muss zu denken geben. Da müssen wir ansetzen, Herr Kollege. Wir müssen uns den Problemen stellen und dieses KÜFIG macht den Ansatz dazu, in dieser Frage die vorschulische Bildung in den Blickwinkel zu nehmen, die Defizite zu erkennen und Angebote zu geben für alle, die es brauchen. Auch die Absenkung des Schlüssels führt dazu, dass alle Kinder eine Förderung erhalten, um insgesamt bessere Startchancen für das Leben zu haben. Nur deswegen und nur auch gerade deswegen hat die Koalition sich dafür entschieden, in dieser Frage einiges auf den Weg zu bringen. Meine Damen und Herren, die Erprobung der Bildungskonzeption von 0 bis 10 Jahren, die Henry Tesch dankenswerterweise im Bildungsministerium auf den Weg gebracht hat, kann jetzt in die Praxis eingeführt werden und ist eine Stärkung für die Eltern. Sie garantiert einen fließenden Übergang vom Kindergarten in die Grundschule und die Arbeit in den Horten stehen im Mittelpunkt. Es geht um die ganzheitliche Förderung der Kinder, sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in Schulen. Besonders wichtig war es der CDU-Fraktion,
dass Kindertageseinrichtungen die Eltern bei der Vermittlung von Werten und darüber hinaus Ethik und Religion begleiten. Diese Lebensbereiche prägen das soziale und gesellschaftliche Miteinander in der Bundesrepublik Deutschland und sind wichtige Kernkompetenzen von Anfang an. Altersgerechte Angebote sollen das einzelne Kind individueller fördern und somit seine Stärken ausprägen helfen. Wir wollen, dass diese Dinge auf den Weg gebracht werden. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Kind und Einrichtungen. Die Fragen der Erziehung können so beraten und unterstützt werden. Die Neugier und die Freude sollen beim Kind geweckt werden, um das Erlernte im Vorschuljahr dann auch gerade mit in die Grundschule zu nehmen. Meine Damen und Herren, ich will jetzt meine Ausführungen beenden, nochmal darauf hinweisen, dass der Erfolg, den Schlüssel auf 1 zu 17 abzusenken, nicht hoch genug zu bewerten ist. Ich bitte um Zustimmung zum Gesetz. Vielen Dank.